Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Lange, lange ist es her, dass ich mich überhaupt mal wieder live vor der Kamera zeige. Aber ihr habt euch mal wieder einen kleinen Beauty-Tipp gewünscht. Und ich bin im Internet auf einen super, super lustigen Tipp gestoßen, den ich gerne mit euch jetzt live gerne mal ausprobieren würde. Und zwar geht es um das Thema weiße Zähne. Ich habe ja schon sehr, sehr viele Videos hochgeladen. Die Playlist dafür verlinke ich euch natürlich gerne auch unten nochmal in der Infobox. Da findet ihr, wie gesagt, sehr, sehr viele Videos, wie man sich zu Hause die Zähne selber aufhellen kann. Und jetzt habe ich noch einen super einfachen Tipp gefunden und den möchte ich jetzt gerne mit euch live ausprobieren. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt und da würde ich sagen, wir probieren das Ganze jetzt einfach mal aus und ja, wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt natürlich auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich super drüber freuen. Und ja, jetzt geht's einfach mal los. Ich zeige euch, wie ihr euch ganz einfach zu Hause die Zähne aufhellen könnt. Alles, was ihr dafür benötigt, ist handelsübliches Backpulver und normale Alufolie. Als erstes gebt ihr ein wenig Backpulver auf einen kleinen Teller und vermixt das Ganze mit ein wenig Wasser. Ihr solltet natürlich darauf achten, dass das Ganze nicht ganz so flüssig wird, denn ihr braucht jetzt eine Zahnbürste und damit tragt ihr sozusagen das Backpulver ganz normal auf eure Zähne auf. Wenn ihr damit fertig seid, nehmt ihr die Alufolie und schneidet sie in ganz kleine handelsübliche Stücke, so dass ihr sie gut auf die Zähne befestigen könnt. Achtet dabei, dass die glänzende Seite nach innen zeigt und die matte Seite nach außen. Wenn ihr die Alufolie auf die Zähne befestigt habt, bleibt das Ganze nun für 30 Minuten drauf und das Backpulver kann einwirken. So, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade mal geschaut, ich bin eigentlich sehr beeindruckt von dem Ergebnis. Also ich finde, minimal sind die Zähne auf jeden Fall aufgehellt. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall, weil das vielleicht in der Kamera nicht so gut rüberkommt, nochmal ein Vorher-Nachher-Vergleich mit einblenden. Und ihr könnt vielleicht sehen, dass die Zähne schon ein wenig heller geworden sind. Und ich finde diesen Tipp auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut, wenn man wirklich einfach mal kurz zu Hause für sich selber ja, die Zähne einfach aufhellen möchte. Und man sollte das Ganze auf jeden Fall nicht so oft machen, dadurch, dass natürlich das Natron oder beispielsweise das Backpulver doch auch den Zahnschmelz mit angreift. Also man sollte es, glaube ich, nicht öfter als einmal im Monat, wenn überhaupt, machen. Aber wenn man mal wirklich irgendwie was Bestimmtes vorhat und mal eben schnell für eine Partyveranstaltung oder sonstiges aufgehellte Zähne haben möchte, dann ist das auf jeden Fall ein super Tipp. Und ja, probiert es gerne mal aus. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr eure Erfahrung einfach mal in die Kommentare schreibt. Und dann bin ich natürlich gespannt, ob das Ergebnis genauso gut geworden ist wie bei mir. Und dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns ganz, ganz bald im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Und ja, macht's gut. Tschüss.